Ein wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Johnny hat ein gebrochenes Bein, wisst ihr ja, insofern er die letzten Folge geschaut hat. Das ist halt praktisch, weil ich ja auch gerade noch meinte in der Folge, hey, ich will nicht, dass sowas passiert, deswegen gehen wir mal lieber nicht questen. Und dann, ach komm, scheiß drauf, wir ziehen einfach mal los, gucken, was passiert. Und siehe da, der Kerlchen hat sich dezent verletzt, aber was soll ich sagen, er ist halt so, ne? Das ist eine Mod. Er ist halt ein bisschen speziell. Er verletzt sich gerne. Was soll ich dazu sagen, Leute? Es ist nun mal so, er wird es nie verstehen. Ist aber nicht schlimm. Guck mal, die Cowboy-Stiefel da, die kann man noch dahin legen. Das ist eine Kapuze. Aber die kann man dahin. Ach komm, pack das jetzt einfach mal alles da rein. Du hast doch nicht den ganzen Tag Zeit, ne? Wir haben wichtigere Sachen zu tun, wie Verbrauchsgegenstände, die mal rein. Rappi-Kits wieder raus. Und dann Medizin. Ich weiß nicht, was ich noch so dabei habe. Aber das passt so. Aber pass auf, Infektion. Infektion. Die hat er ja noch vom letzten Mal, ne? So basophonisch. Da. Einmal benutzen. 3,6. Super, geht weg. Dann hat der Kerlchen auch noch Hunger. Und danach sollen wir mal gucken. Das ist halt sehr, 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 sehr wichtig, dass er mal was ist. Die Mods, die können wir so nicht reinpappen. Die muss ich alle einzeln reinlegen, ne? Eine ganze Kiste voller Mods. Sehr schön. Kann man die auch zerlegen? Zerlegen, 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 zerlegen. Davon habe ich ja eh so viele. Da kriege ich die noch rein. Das müsste es gewesen sein. Wenn nicht, gucken wir uns das nochmal an. Waffen hier rein. Ich mag das, dass immer das Ausladen, wenn man so nach so einer Erkundungstour zurückkommt. Ne? Man fühlt sich irgendwie so, nach dem Motto, ich habe richtig was geschafft. Ne? So, pass auf, hier war die Händlerkiste. Und da packe ich dann auch die Sachen, die verkauft werden sollen, rein. Das ist halt ein bisschen besser. Hier oben waren die Teile. Genau. Ah, Stuhl kannst du jetzt auch mal zerlegen, ne? Eisenwaren, die Dosen. Pass auf, machen wir alles da rein, was so geht. Und mach, komm, mach wenigstens drei Reihen. Drei Reihen können wir noch. Kleidung habe ich hier noch, eine Brille. Mhm. Einfach mal reinpappen, ne? Motor war hier bei den Teilen. Ja, ich muss hier gucken, dass ich ein bisschen besser eine Ordnung reinkriege. Aber ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Kriegen wir so hin. Schießpulver. Schießpulver bei Munitions, ne? Ja, Setzlinge und Co. Warum nimmst du die nicht an? Da? Okay, Essen. Hier ist erstmal Trinken. Und dann nehme ich mir trotzdem 10 Stück wieder raus. Die kommen rein. Kaffee habe ich dabei, das ist super. Warum nimmst du die nicht an? So, es geht doch. Ein bisschen Money haben wir noch gemacht. Das Fleisch packen wir hier rein. Ach, guck mal, bei der Menge, die wir haben, sollten wir uns vielleicht trotzdem noch ein bisschen was durchkochen, ne? Bisschen Wasser. Wo ist dann normales Wasser? Hier. Guck mal, machst du mal 20 Stück. Was fehlt dir? Ah, du hast kein Holz mehr. Da sollen wir noch ein bisschen Holzfarmen gehen? Liegt vielleicht auch immer daran, dass ich immer statt das Holz da, also statt das Lagerfeuer auszumachen, das lasse ich ja immer brennen. Und dann verbrennt der alles, ne? Ist ja klar. So, sieht doch gut aus. Guck mal hier. Pam, pam, pam. Das gefällt mir. Leere Gläser noch rein. Haben wir noch eine schöne Runde gemacht. Hier haben wir noch eine 9mm. Die können wir auch mal hier reinlegen. Bisschen 9mm Munition. Stufe 6 Klauenhammer. Kann man auch machen. Super. Und den hier zerlege ich. Und die hier zerlege ich auch. So. Sind einfach mal schnell weg. Und meine Waffe, du, da kommst auch noch da rein. Meine schöne AK, die halten wir gut in Ehre, ne? So, perfekt. Sieht doch gut aus. Hätten wir doch alles. Cool. Cool, 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 cool. Tiere, hier, das muss noch rein. Warum hast du die vorher nicht genommen? Das weiß ich nicht. Und dann gucken wir mal, dass mal hier geschmiedeter Stahl ist, das, was wir wollen. Ja, 150, super. Das wird doch was. Und hier auch nochmal, bam. Dann haben wir mehr als genug. Jetzt muss ich wieder all die Sachen rausholen, die ich brauche für den 4x4, ne? War es doch? 4x4. Das brauche ich, ne? 55 habe ich, dann Eisenware. Plus die 129. Boom. Dann hätten wir die schon mal. Da gucken wir, was du noch brauchst. Mechanische Teile 60. Komm. Teile ein bisschen auf. 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann hast du die 60 mal. Dann Klebeband 30 Stück. Perfekt. Leder 60. Bisschen wenig. 49. 50. Super. 60 habe ich.
Perfekt. Und dann hätten wir nur noch elektrische Teile 24. Die müssen wir aber auch noch haben, weil wir hatten ja alles vorhin schon, ne? Ein bisschen aufteilen hier. 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super, dann haben wir die. Und dann kann das sowas werden, ne? Das wird ein Schuh, Leute. Das wird auf jeden Fall ein Schuh. Jetzt fehlt uns auch nicht mehr alles. Mit dem bisschen, was wir noch da machen müssen, wird das auf jeden Fall klappen, ne? Guck mal hier, bam, nimm das mal raus. Das brauchst du auch nicht mehr da drin. Also, ich mache jetzt ein bisschen auf easy, ne? Also, ganz entspannt, auf cool. Na, gar nicht, nicht. Ist egal. Kann ja einfach ich bleiben. So, fertig. 229. Ich bin am Überlegen. Glaubt ihr, wir schaffen das, von hier zum Händler zu fahren und zurück? Sollte mir Sprint mitnehmen, ne? Ich kenne ja mein Glück, weil was soll man da noch großartig viel machen? So, wir haben dann noch 5 Stunden. Das wird ja höchstwahrscheinlich reichen, dass man so eine kleine... Was soll ich gerade noch mitnehmen? Sprit, ne? Verbrauchsgegenstände. Jo. Das können wir so machen. Doch. Guck ich mal, ob meine Kartoffis jetzt gewachsen sind. Auch Spike. Ja, super. Das federt den Sturz ab, Leute. Komm, drehen. Ja, super. Ist der also kann. Ich finde das so geil. Kartoffis, wie sieht's aus? Ah, ihr seid ja doch gewachsen, ne? Anbau. Oh. Ich werde die nicht hinkriegen. Ist egal. Also, das haben wir ja... Doch, der Käfig ist fertig, ne? Ja, den schaffen wir noch eine Runde. Da haben wir ja gesagt, das machen wir noch. Okay, dann würde ich sagen, wir fahren mal schön gemütlich gemeinsam. Aber zum Händler könnte ich natürlich skippen. Aber warum immer skippen, wenn wir auch eine Runde gemeinsam fahren können, ne? Also, der Plan nach der Blutmondnacht ist es natürlich, unfassbar viele Ressourcen zu farmen. Weil ich will, bevor das Let's Play vorbei ist, möchte ich gerne noch eine zweite Base bauen. Also, so eine Horde-Base. Aber so was richtig Übertriebenes. Und dafür müssen wir viel, viel Material sammeln. Aber das kriegen wir hin, würde ich sagen, ne? Das müssen wir hinkriegen, ne? Ja, doch. Also, dann machen wir heute noch definitiv die Quest, die wir abgeben. Dann gucken wir mal, vielleicht werden wir schon ein neues Gebiet geschickt, was ich aber ein bisschen bezweifle. Und dafür haben wir noch nicht genug Quests gemacht. Oder ich weiß es auch nicht hundertprozentig, ist aber egal. Und, dann machen wir morgen die Blutmondnacht definitiv. Egal, wo wir jetzt zeitlich heute enden werden. Ich werde das dann einfach skippen, ne? Dass wir dann tatsächlich direkt loslegen können. Schön eine Klopperitis hier machen können. Das wäre schön. Aber Ziel ist es natürlich in dieser Folge hier auch den 4x4 zu machen, ne? Ist halt geil. Da habe ich Bock drauf. Dass wir ein bisschen schneller unterwegs sind. Mehr Inventar habe. Ja. Da freue ich mich drauf. Habe mich ein bisschen hier schlau gemacht, ne? Mhm. Das ist geil. Und das brauchen wir auch. So, wenn ich frage, ob ich den Weg kenne, jo, ich bin hier mittlerweile schon so oft hin und her gefahren, dass das schön geschmeidig ist. Man könnte auch jetzt überlegen, ab der nächsten Blutmondnacht mal den Schwierigkeitsgrad einzuerhöhen, also nach der Blutmondnacht, und dann die Zombie-Anzahl auch zu erhöhen, ne? Dass es halt interessanter wird, ne? So, für die letzten Folgen. Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Das mache ich dann. Ich muss mir das nur aufschreiben, dass ich das nicht vergessen habe, also nicht vergesse. Dann stellen wir das gemeinsam um, dass ihr auch seht, dass das wirklich gemacht worden ist und nicht nur gequakt, ne? Ist ja, muss man ja auch ganz ehrlich gestehen, muss ja auch gemacht werden. Und dann wird das was. Also das hier sieht ja noch gut aus mit dem Fahren. Dann Bär? Nein. Ich liebe Bären. Leute, ich liebe wirklich Bären. Geben gut Fleisch, sie sind nicht schwer zu besiegen, wenn man natürlich Schusswaffen hat, ne? Also mit dem Knüppel, nicht so gut. Gut, Elektroschockstab, das geht auch noch. Muss man ja auch mal gestehen, ne? So, hallo. Du kommst nachher vorbei, ne? Ja, so machen wir das. Also für euch. Überliegen Geier rum, ne? Entweder habe ich die geklopft oder kann das sein, dass die einfach mal zwischendurch sterben? Weil das habe ich ja auch schon mal so beobachtet, ne? Dass manche Zombies doch einfach so umfallen. Naja. Was soll man machen? So ist das. Ah, hier wird es schöner. Hier wird es schöner. Wir könnten aber auch noch ein bisschen Ölschiefer graben, ne? So, jetzt weiß ich nur nicht mehr, ob ich... Über die hier runter muss? Ja, ich muss über die hier runter. Guck mal, hier wäre direkt Ölschiefer. Kann man ja ein bisschen was mitnehmen, ne? Wenn ich das schon herstellen kann, weil da kann man Sprit herstellen. Was ja auch von Vorteil wäre. Ich habe keine Kohle dabei, ne? Weil wenn der Händler jetzt einen mega geilen Deal hat, dadurch, dass wir jetzt auch den verbessertes Handeln geskillt haben, so wie ein Erdbohrer, dann bereue ich es, ne? Ich habe wirklich gar kein Geld mitgenommen. Das ist total bescheuert. Aber ich wollte nur die Quest abgeben. Schön eine Quest abgeben und einfach mit euch eine gemütliche Runde hier rumcruisen. Das Gebäude sieht geil aus. Das ist genau das, wo... Ja, ne, so ein ähnliches, ne? Wie wir damals in meiner ersten Horde-Nacht dort überlebt haben, diesem Schrottplatz.
Guck mal, was ist das? Blei? Auch gut? Kann das sein, dass es in der Wüste keine Kohle gibt oder nur sehr wenig? Weil das habe ich bis jetzt noch gar nicht hier gesehen, ne? Naja. Und zack, da ist sie, ne? Nee, das ist Ölschiefer. Blei. Eisen. Aber Kohle gibt's nicht. Aber überall ist Ölschiefer, ne? Da braucht man sich gar keine Gedanken zu machen, ob man den findet oder nicht. Einfach in die Wüste rein, zack, und du hast es. Nee. Kohle scheint es hier nicht zu geben. Also noch nie welche gefunden, ne? Also, kann mich aber gern was Besseres belehren, ne? Ist ja klar. Stein, Ölschiefer, Blei. Das ist so, was ich sehe. Und Eisen. Das sind so, glaube ich, die Vorkommen, die hier sind. Aber es würde auch Sinn machen, dass hier beispielsweise keine Kohle ist, weil im normalen Biom, nenne ich es jetzt mal, da ist ja auch im Endeffekt Kohle, da ist aber kein Ölschiefer. Ah, und Nitrat ist auch hier. Super. Ja. Oh, passt so. Dit passt. Gehen wir schon hin. Da bin ich mal gespannt. Im Notfall, wenn er was Gutes anbietet, ne, dann kommen wir nochmal hier hin. So, Compound Armbrust Stufe 6. Boah, Schleichschaden plus 200%. Das ist ja wirklich gut, ne? Komm, ich nehme die. Ich will mal gerne mit der spielen. Zeig mir mal dein Inventar. Was bietest du mir denn Schönes an, insofern ich Geld hätte? Ja, das wissen wir, dass du mir das anbietest. Guck mal hier. Tragschrauberzubehör, 27.000. Ich glaube, das, guck mal, das Motorrad für 18.000. Ich könnte mir das alles kaufen, im Endeffekt. Ich könnte mir den ganzen Fuhrpark kaufen. Fortgeschrittener Blasebalg, mega geil. Ich nehme die ganze Kohle mit, da kommen wir nochmal hier hin, weil da kann man in der nächsten Folge schon fast wieder den Tragschrauber machen, ne? Weil wir können doch, Moment, Tragschrauber, ja, wir brauchen Tragschrauberzubehör. Das bräuchte man. Das heißt, den können wir uns dann auch schon wieder bauen. Mega geil. Einfach nur geil. Klingelfallen. Hätte ich auch gerne. Aber ist gut Stuff. Ich bin so froh, dass wir so viel gesammelt haben. Guck mal, sogar ein Minibike hätte er nochmal eins. Aber ist zu teuer. Weil vor allem, wir haben eins. So, hier in deinem besonderen Fach. Was hast du dann? Für mich so. Bauplan, Dynamitstangen. Ist auch gut, ne? High Noon. Panzerbrechende Munition. Ja, okay. Ich weiß halt nicht, ob die so wirklich so geil ist. Natürlich klingen die immer cool. Cool. Sturmgewehr. Ja, ist auch okay. Stufe 1 ist ein bisschen lame. Aber die Fahrzeuge hat der, ne? Wir sollen mal bei den anderen Händlern mal vorbeifahren. So, irgendwelche Aufgaben für mich? Wir wohnen... Stufe 3 waren aber Stufe 4, ne? Im Westen. Ich glaube, das müsste ja bei uns sein. Pass mal auf. Gehen wir auf die Quest. Stufe und zeig mal auf Karte. Achso, das ist hier. Ja, hatten wir doch schon mal. Aber ist okay. Kann man ja machen, ne? Also ist er da nicht bei uns, ist aber egal. So. Aber dann würde ich sagen, pass auf, dann fahren wir von hier mal zu der Jen rüber. Wenn wir die finden. Tank mal dein Bike auf. Super. Pass auf, die Jen ist doch noch irgendwo hier im verbrannten Gebiet gewesen. Die ist da, ne? Hier müsste die sein. Da. Klar, das ist sie. Ja. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich gehe mal davon aus, dass es da ist. Könnte das sein? Ja, das könnte sein. Und dann würde ich, pass auf, wir fahren hier raus, hier hin und dann hier rein, geradeaus, ne? Und dann ein bisschen links, dann müssen wir dorthin kommen. Okay, so machen wir das. Dann fahren wir so zurück, fahren wir ein bisschen einen anderen Weg zurück. 6 Uhr, war sind noch 4 Stunden, ist wieder sportlich unterwegs, aber hey Leute, ihr kennt mich, ne? Es muss einfach ein bisschen knapper alles werden, ne? So, das macht das keinen Spaß. Und das Bein wird auch verheilen bis dorthin. So, Essen haben wir ja schon alles drin. Wir haben ja alles sozusagen fertig, ne? Nur rüberrennen. Ich hoffe, nur zeitlich geht's auf. Das ist halt ein bisschen knapp. Weil 3,5 Stunden, dann geht's los. Ich muss dann nach Hause. Das ist vielleicht ein bisschen risky, zu Jen zu fahren, ne? Ich glaube, das ist ein bisschen too much. Weil ich will den 4x4-Truck hier auch noch bauen. Mal sehen, wenn den Boden schleicht. Habt ihr den gesehen? Wo ist der denn hingeflogen?
Ey, ihr habt ihn doch höchstwahrscheinlich gesehen. Spult mal kurz zurück, da guckt ihr. Hier ist irgendwo ein... Da kommt er, guck da. Über den Boden fliegt er hier. Du kleiner Verrückter. Komm mal hier und knüppeln und ciao. Wir danken für Speise und Trank. Die Rechnung folgt, ne, mein Freund. Weiß Bescheid. So, ne, ich glaube, das ist zu risky. Wir müssen Gen leider skippen, weil das ist... Nee, das kriegen wir nicht hin. Weil ich glaube, wir brauchen bestimmt noch 2,5 Stunden bis nach Hause. Das Bike ist jetzt auch nicht so schnell. Und wir können ja sauber nach der Blutmondnacht die alle abfahren, ne? Fahren wir erst zu Gen, weil er hier, der Kollege in der Wüste, der hat ja eh alles. Dann gehen wir zu Gen, mal gucken, was die uns anbietet. Ideal wäre wirklich eine Kettensäge oder ein Erdbohrer, ne? Ja, das wäre schön. Das wäre wirklich schön. Ja. Ja. Und dann fahren wir zu ihm rüber. Vielleicht bietet sie uns ja auch noch andere Sachen an, ne? Einfach günstiger als er. Gut, dafür hätte ich mir die Sachen aufschreiben müssen, aber... so what, ist ja egal. Ist ja egal. Hör mal, fahre ich überhaupt in die richtige Richtung? Ja. Weißt du, blablabla, schön am Quatschen und zack, in die falsche Richtung gefahren. Junge, ich hab's gesehen, du bist gerade gespawnt, ne? Guck mal. Hallo. Kein Interesse an mir. So viel dazu, ich bin wohl extremst beliebt hier. Ernsthaft? Ich hab den verpasst. Naja. Ist egal. Und auf jeden Fall, ich finde meine Taktik, dass ich hier immer schön über die Straßen fahren und nicht durch das zerstörte Biom, ist es auf jeden Fall viel sicherer. Ne? Man kommt sauber durch. Ah, du bist immer noch hier, ne? Ja, wo sollst du dann noch hin? Bleib in deinem Biom. Links wird es zu kalt für dich. Da. Perfekt, da war es nicht. Chamwave-Food. Wenn ich das sehe, dann krieg ich Hunger, ne? Das ist so ein fettes Gebäude, ey. Naja. Es wird. Hier ging es rein, ne? Genau, bei meinem Kollege. Hast schon die Stellung gehalten. Danke dir. Das passt. Das passt im Knast. Super. Okay. Aber ich freue mich jetzt drauf, wieder ein bisschen knüppeln zu können, ne? Oder zu dürfen. Man könnte sogar überlegen, soll man nicht hingehen und die Blutmondnächte alle 5 Tage machen für die letzten Folgen? Guck mal, die sind irgendwie buggy, wenn man auf dem Bike vorbeifährt und man hat ganz leicht Distanz zu denen, dann greifen die gar nicht an. Das ist mir ja das erste Mal schon beim Bären aufgefallen. Aber ja. Ist ja okay, ne? Also, wenn ich ein Hund wäre, ich würde auch sagen, wieso soll ich denn hinterher rennen? Ich krieg den ja eh nicht. So. Ne? Aber ist okay. Cool. Ja, ich glaube, die Entscheidung, dass wir direkt nach Hause gefahren sind, war die richtige, ne? Weil da kann man, wenn wir jetzt gleich dort sind, ich glaube, wir werden noch so bis 8 Uhr brauchen, bis wir dort sind. Und dann, wo sind wir in der Folge? Ja, super, dann kriegen wir das super miteinander fertig alles noch. Wir können noch bis 10 Uhr zocken gemeinsam. Kann halt sein, dass diese Folge ein bisschen kürzer wird. Ist aber nicht schlimm, aber da geht es dann morgen für euch direkt in die Blutmondnacht. Und dann wird Spaß machen. Das wird dann Spaß machen. Aber dann kann man wirklich alle Vorbereitungen machen. Wir können auch den Truck gleich bauen, weil das ist ja eh noch Ziel dieser Mission, den Newton-Kerl zu bauen. Und das macht einfach Sinn, ne? Das macht Sinn. So. Ja. Aber sonst, muss ich sagen, doch. Also ich persönlich finde meine Entwicklung in dem Spiel gar nicht so schlecht. So, ich würde niemals behaupten, ich bin Profi, ne? Also, erweite mich. Da gibt es noch viele Sachen, die ich viel besser machen könnte und die ich sowieso noch gar nicht vom Spiel kenne. Aber wenn ich so die Entwicklung gucken würde, ich verstehe gar nichts vom Spiel und ich habe mich mega blöd angestellt bis jetzt, das ist okay. Finde ich gut. Ja. Finde ich sogar sehr gut. So, pass auf. Jetzt haben wir 10 vor 8. Das finde ich gut. Jetzt sind wir tatsächlich fast zu Hause. Aber ich habe da Bock drauf, die Blutmondnacht. Ja. Da habe ich Bock drauf. Der Witz ist, wenn man bei Nacht ein und... Ah ne, der springt ja... Pass auf. Ich habe mal eine kleine Theorie. Wenn man jetzt auf jeden 5. Tag umstellen würde, ne? Da wir jetzt auf 7 sind... Würde ja bedeuten, 49 ist ja diese hier bei 7. Aber wenn ich auf 5 umstellen, hätten wir die nächste Blutmondnacht direkt auf 50, oder? Weil wenn ich dann 50 teile, ne, sind 10 Nächte. Oder wird dann die übersprungen? Das könnte auch sein. Du hast Hunger, mein Freund. Dann gönn dir hier mal ein Stück. Und da rennen wir mal kurz hier hin. Du gönnst dir die letzten Dinger hier. Dann haben wir auf jeden Fall mehr als genug. Und dann stellst du direkt mal den 4x4 her. Habe ich jetzt alles dabei. Fertigen. Yes. 2 Minuten 46. Und dann haben wir das. Super.
Ja, guck mal hier. Geld müssen wir auch noch en masse haben, ne? Pack das mal da rein. Super. Aber noch fast 50.000. Dann müssen wir die Sachen doch hinkriegen damit, ne? Ja. Guck mal hier, Compound-Bogen. Habe ich dann Munition für dich? Das sind doch diese Bolzen hier, ne? Super. Nimm das. Hast du 100 Stück dabei? Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Okay, pass auf. Nur um mal sicher zu gehen. Wir nehmen uns noch ein bisschen mehr mit. Also 1, 2, 3. Oh, ich soll die Stacks aber trotzdem komplett füllen, ne? Wir nehmen vor jedem einfach 5 Stück mit. Immer schon gut überladen sein, bevor es losgeht. Und von denen will ich auch noch ein paar mehr. Bam, wir gucken uns gleich gemeinsam an, wie viel Munition wir dabei haben. Aber das muss halt viel sein. Es muss halt einfach viel sein. Weil alles andere macht keinen Sinn. So, da. Obwohl, das hier mag ich nicht. 300 dahin. Und du noch 1, 2, 2, 3 verteilen. Finde ich gut. Haben wir das so. Also dann haben wir jetzt an Munition für unser taktisches Sturmgewehr hier 750. Für die 9mm 1215. Für die Schrot hier 750. Magnum 375. Das ist gut. Ah, mein Kollege braucht hier noch welche, ne? Hör mal, wie war das nochmal? Geschützte Munition. Komm, wir gucken einfach unter Muni. Was werde ich da hier finden, ne? Bottig geschützte. Und da brauche ich nur Eisen dafür. Und die kann ich direkt so herstellen. Ja, easy going. Easy going. Weil den müssen wir ja auch ein bisschen arbeiten lassen, ne? Wäre ja blöd, wenn der nichts zu tun hat. So, siehst du. Eisen geht uns dann komplett aus. Ist aber auch nicht so dramatisch. Brauchst auch du wieder raus. Machen wir es nochmal neu. Dann haben wir fast 500 Stück. Finde ich okay. Kann man machen, ne? So, du fliegst da rein. Dich möchte ich gerne behalten. Ich weiß halt nicht, ob ich die für die Blutmondnacht brauche. Ich nehme es einfach mal mit, nur aus Sicherheit, ne? So. Können wir noch ein bisschen Holz farmen gehen? Nö. Nö. Nö, nö, nö. Warum hat der das Zubehörteil vom Truck nicht genommen? Habe ich das noch gefunden irgendwo? Oder habe ich eins zu viel hergestellt? Ach, ist doch egal. Es ist jetzt da, der Truck erstellt sich. Ich weiß nicht, was ich da falsch gemacht habe. Aber jetzt haben wir ja halt nochmal Zubehörteile. Ist ja nicht so schlimm. Wir könnten aber mal beim Tragschrauber gucken. Moment, Tragschrauber. Hier, bam, was brauchst du dafür? Hör mal, den können wir auch schon fast herstellen. Pass mal auf. Geschmiedeter Stahl, rein da, bam. Die noch raus. Da können wir schon mal anfangen, den zu bauen, ne? Hör mal. Wir haben es ja. 33, ja. Jetzt bräuchte ich tatsächlich so langsam Eisen. 140, ich brauche 187. Wenn er 47 Stück. Das scheint nicht mehr aufzugehen. Doch, hier geht's auf. Super, hier geht's auf. Finde ich gut. Okay, dann sammeln wir mal noch die Teile für den. Mechanische Teile. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Es waren 60 Stück. Die müssen wir auch noch haben, ne? Guck mal. Ja. Komm, nochmal die Hälfte. Was machst du? Nochmal die Hälfte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Das war ein zu viel. 16. 16 wäre richtig gewesen, Junge. 16. Klebeband. Waren 37. Da kann's schwierig werden, ne? Moment. Wie macht man das? Trübes Wasser und Knochen, ne? Mach mal den Kleber. Mhm. Stoff. Ja, ja, das wird auf jeden Fall genug Kleber. Super. Schmiedestation, da können wir die nochmal vernünftig brauchen hier. Ah, das war gar nicht mit Stoff, das ist nachher erst, ne? Trübes Wasser. Ja, das ist auch nicht mehr so viel. Aber, pass auf, den und den. Dann können wir mal auf Rezepte gehen. Trübes Wasser, da brauchst du das Feuer. Okay, ist kein Problem. Pass auf. Trübes Wasser. Machen wir 100 und so viel. Das ist gut. Da kann der Diener hier noch durchschmelzen. Das Fleisch ist auch schon ready to eat. Das finde ich gut. Dann kommt das nochmal runter. Und dann lassen wir den Kerl schon mal ein bisschen essen, weil er hat ja wieder Hunger, ne? Kriegt er wieder 10 Kilo Fleisch, weil die braucht, ne? So hier so einen schönen Braten hier. Sind 2,5 Kilo, ne? Kriegt man ja Intus. Muss man ja immer mal öffnen, essen zwischendurch, ne? Nicht, dass man nachher denkt, man würde verhungern, ne? Ist ja klar. So, rein damit wieder. Das finde ich gut. Pass auf, da lasse ich mal die erste 70 durchlaufen. Kleber, boom. Geil. Was für eine Produktionsstätte wir hier haben. Ach
so deswegen. Ja, ich habe erst ja den Rahmen hergestellt. So war das. So, super. Und jetzt können wir dann den Truck herstellen, ne? 4x4. Hallo? Dann brauche ich jetzt 4 Reifen noch. Motor und Batterie. Oh, jetzt geht's aber ab hier. Motor haben wir. Eine Batterie. Nehme ich in dem Fall eine Batteriestufe 1, weil die 6er können wir ja für die Batteriebank benutzen später, insofern wir noch so weit kommen. Und 4 Reifen. Aber Rad kann man da auch... Ich guck mal in die Verbrauchsgegenstände erstmal. Nicht, dass ich da welche drin habe, aber nee. Rad war doch mit irgendwie... Geschmiedetes Eisen. 190 hätte ich. Kunststoff. Komm, jetzt mach das mal Öl. Nimm mal viel. Vergiss es, Leute. Sehr geil. Guck mal, was der Gas gibt. Okay, ich helfe mal mit. 2 Cops hintereinander. Heftig. Leute, ist... Okay, ja, ich tut mir leid. Wie konnte ich erstmal meinen Loopback machen? Ah, es ist schon Blutmondnacht, Leute. Es ist schon Blutmondnacht. Ich hatte es nicht gecheckt. Ich habe keine Rahmen. Es ist schon Blutmondnacht, Leute. Ah! Ich muss in die nächste Folge, Leute. Ich hab's verkackt. Ich bringe die nächste Folge. Da muss ich ja gucken, dass ich rüberkomme. Mache mal. Also, wir sehen uns Folge wieder. Also, bis dann. Mach's gut. Ciao. Mit Wow.